Sieh dir das an. Die Vögel haben sich wieder über die Saat hergemacht. Wir müssen was tun, kleiner roter Traktor, sonst bleibt für uns nichts mehr übrig. Ich brauche etwas, was ich hier aufs Feld stellen kann und was die Vögel fernhält. Ich hab's. Los, zurück zum Gösselhof. Hallo, Jan. Schöner Morgen, hm? Tja, es war ein schöner Morgen, Stumpi, bis ich gemerkt habe, dass die Vögel wieder an meiner Saat waren. Schlimme Sache. Ich habe sie neulich schon von der Windmühle aus gesehen. Stumpi, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Mhm. Ich weiß nicht, ob du irgendwo ein paar alte Klamotten rumliegen hast. Ein paar davon könnte ich gut gebrauchen. Alle meine Klamotten sind alt, Jan. Die würden dir nicht besonders stehen. Die sind doch nicht für mich. Könntest du mal ein paar Sachen auf dem Hof abgeben? Ich möchte eine Vogelscheuche bauen. Von Herzen gern. Elsie wird sich freuen, das alte Zeug loszuwerden. Danke. Also bis später. Was war denn das? Oh, frisch gewaschen und schon wieder dreckig. Was war denn da los? Ich bin vor Schreck von der Leiter gefallen. Ich habe keine Ahnung. Hilfe! Oh, was war denn das? Gut, dann werde ich jetzt mal eine kleine Vogelscheuche bauen. Was? Was war denn das für ein Lärm? Flecki? Flecki? Alles in Ordnung, alter Junge? Was auch immer das war, es muss alle Tiere in der ganzen Gegend erschreckt haben. Also los, wir werden der Sache mal nachgehen. Bis nachher, Flecki! Ah, Walter, da bist du ja. Oh, Jan, gut, dass du kommst. Hast du das gehört? Oh, nach dir bitte. Hast du diese seltsame Knallerei heute Morgen gehört? War ja nicht zu überhören. Ich bin vor Schreck von der Leiter gefallen und Nicola hat sich ihre frisch gewaschene Latzhose mit Öl beschmiert. Noch ein Handgriff? So, das müsste es sein. Au! Da war dieses Geknalle wieder. Ja, ich frage mich, wo das wohl herkommt. Keine Ahnung, aber ich hoffe, dass es aufhört. Ich sag euch was. Ich werde mal Herrn Junker besuchen. Vielleicht kann er helfen, das Geheimnis zu lüften. Was ist denn mit dir passiert? Was hast du bloß wieder gemacht? Also dieses Geknalle hat mich fast vom Sitz gerissen. Du siehst aus, als hätte man dich durchs Gestrüpp geschleift. Oh! Diese Ballerei geht mir ganz schön auf die Nerven. Der Kuchen schmeckt lecker. Jan, was für eine Überraschung. Oh, sagen Sie, wie hat's denn dieser alte Traktor hierher geschafft? Er mag zwar alt sein, Herr Junker, aber er wurde von Grund auf überholt und läuft wie geschmiert. Ach, eines Tages, Jan, sollten Sie darüber nachdenken, sich auch so ein Prachtstück zuzulegen wie der große Blaue hier. Doppelt so groß und doppelt so stark. Eigentlich bin ich nicht gekommen, um über Traktoren zu reden. Ich wollte hören, ob Sie etwas über die Knallerei wissen, die den ganzen Morgen zu hören war. Ah, darum geht's also. Um meine neueste Errungenschaft. Kommen Sie, ich zeig sie Ihnen. Das ist ein gasbetriebener Vogelschreck. Er gibt ab und zu einen lauten Knall von sich und hält so die Vögel von meiner Saat fern. Fantastisch, kann ich Ihnen nur sagen. Aber dieses Ding erschreckt nicht nur die Vögel. Die halbe Nachbarschaft hat es mit der Angst bekommen. Wir müssen doch alle mit dem Fortschritt der Technik gehen, Jan. Sie werden sich schnell daran gewöhnt haben. Auf einem Hof lässt sich ein bisschen Lärm nun mal nicht ganz vermeiden. Also, ich hatte vor, eine Vogelscheuche zu bauen. Die ist doch um einiges leiser. Technischer Fortschritt, Jan. Denken Sie an meine Worte. Es dreht sich alles nur noch um Technik. Ach, übrigens, ich habe mir eine neue Turbopumpe gekauft. Oh, mein armer Schatz. Ich werde herausfinden, woher diese Knallerei kommt. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Elsie? Mein Hut, bitte.
Wo bekommen wir die Kleidung her, Jan? Wir müssen der Vogelscheuche doch irgendwas anziehen. Und sie braucht einen Hut. Keine Sorge, darum habe ich mich schon gekümmert. Stumpi bringt ein paar alte Sachen von sich vorbei. Die nehmen wir. Toll! Einer von seinen alten Hüten ist genau das Richtige für die Vogelscheuche. Ah, ich glaube, das ist er schon. Oh je, ich sehe mal nach, was da los ist. Stumpi? Oh, was um alles in der Welt macht diesen fürchterlichen Lärm? Das kommt von Herrn Junker. Er hat so einen neumodischen Vogelschreck. Damit erschreckt er nicht nur die Vögel, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wir müssen was dagegen unternehmen. Ja. Weißt du was, Stumpi? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ein gasbetriebener Vogelschreck? Davon habe ich noch nie was gehört. Jetzt verstehe ich. Er hat gerade angerufen und eine Ladung von denen da bestellt. Gut, ich habe da eine Idee, die für ein bisschen mehr Ruhe und Frieden in der Gegend hier sorgt. Aber ich brauche eure Hilfe. Was du willst. Hauptsache, diese Knallerei hört auf. Erzähl schon, Jan. Was ist dein Plan? Was wäre, wenn die nächsten Gasflaschen, die Herr Junker kauft, leer wären? Dann würde dieses Ding nicht funktionieren und ich könnte ihn vielleicht zu einer leiseren Methode überreden. Eine nachbarschaftsfreundlichere. Das gefällt mir, Jan. Das gefällt mir. Wir würden ihm die leeren Flaschen nicht auf die Rechnung schreiben, also würde es ihn nichts kosten. So hätte er keinen Schaden. Abgemacht. Die sieht klasse aus. Ja, und seht mal, keine Vögel mehr. Wir haben unsere Sache gut gemacht, hä? Hey, und es ist auch kein Knall mehr zu hören. Scheint endlich alles wieder normal zu sein. Da kommt Herr Junker. Oh, oh. Glaubst du, er weiß Bescheid? Was willst du ihm bloß erzählen? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wie ich sehe, habt ihr eure Vogelscheuche fertig. Ja, und sie funktioniert auch. Sehen Sie, nirgendwo Vögel. Dafür sind sie jetzt leider alle zu mir aufs Feld geflogen. Und ich habe noch nicht einen Knall von meiner Maschine heute Morgen gehört. Oh, ja, wissen Sie... Was könnte bloß der Grund dafür sein? Also, die Sache ist die... Ich habe die Leitungen und den Schaltkasten kontrolliert. Alles war in Ordnung. Dann habe ich den Kundendienst gerufen. Und wissen Sie, was die gefunden haben? Leere Gasflaschen? Genau, leere Gasflaschen. Und dann habe ich Nicola in der Werkstatt angerufen und sie hat mir die ganze Geschichte erzählt. Naja, Sie müssen zugeben, Ihre Vogelschreckmaschine hat schrecklichen Krach gemacht. Tja, Ihre Meinung dazu kenne ich ja jetzt und vielleicht war es wirklich ein bisschen laut. Also, ich habe mal nachgedacht. Vielleicht könnten ja Ihre beiden Experten für Vogelscheuchen noch eine bauen. Aber klar, wir müssen Stumpi bitten, uns noch mehr alte Sachen zu bringen. Tja, das ist ein sehr guter Vorschlag von Ihnen. Die altmodisch gekleidete Vogelscheuche funktioniert anscheinend. Also, wir sind uns einig. Aber wenn die Vögel wieder zurückkommen, kommt auch die Knallerei wieder zurück. Na gut, machen wir uns an die Arbeit. Komm, kleiner roter Traktor, zurück zum Gösselhof. Hallo, ihr Lieben. Heute Morgen scheint es etwas ruhiger zu sein. Ja, ich glaube, es hat sich alles zum Guten gewendet. Oh, seht nur, diese alte Vogelscheuche sieht ja aus wie ich. Na, was soll's. Zumindest kann ich jetzt mit Flitzern dagegen rumfahren, ohne dass es ständig irgendwo knallt. Macht's gut! Oh nein, nicht schon wieder! Sag mal, kleiner roter Traktor, hast du das etwa mit Absicht gemacht?